Ja, ich komme eben aus der Debatte zum Landeshaushalt. Der Ministerpräsident hat gerade gesprochen. Er hat eine seiner, noch nie war Hessen so großartig wie heute, Reden gehalten, in der er zeigt, dass seitdem er regiert in Person gemeinsam mit den Grünen alles wunderbar ist. Leider ist das nicht der Fall und das ist auch das, was mich wirklich besorgt, dass diese Landesregierung die meiste Energie dafür benötigt, das Projekt zwischen CDU und Grünen zu managen und nicht wichtige Projekte für das Land und für die Bürger. Trotz Rekordsteuereinnahmen gibt es keinen ausgeglichenen Haushalt. Trotz Rekordsteuereinnahmen sind die Investitionen in den Straßenbau, in die Infrastruktur geringer als die Abschreibungen in diesem Bereich. Und trotz Rekordinvestitionen sind der Bereich der Digitalisierung und wichtige andere Zukunftsbereiche nicht ein Schwerpunkt der Politik von CDU und Grünen, sondern im Gegenteil. Wir haben genau hier den Kontrapunkt gesetzt. Wir wollen das Land nach vorne bringen. Wir wollen in die Zukunftsbereiche investieren. Man muss dann investieren und dann arbeiten, wenn die Sonne scheint und nicht, wenn es regnet. Und das ist heute der Fall. Und auch jetzt Strukturen zu ändern, um wirklich langfristig Geld einzusparen, das wäre nötig. Dafür streiten wir mit unseren Vorhaben. Ich hoffe sehr, dass wir in der Haushaltsdebatte die Regierung noch von dem einen oder anderen wichtigen Projekt überzeugen können. Aber klar ist, dass wir auch auf Ihre Hilfe angewiesen sind. Schreiben Sie uns, wenn Sie Ideen haben, wo investiert werden müsste oder wo auch eingespart werden könnte. Nur mit der Hilfe der Bürgerinnen und Bürger haben wir hier eine Chance in der Landespolitik, wirklich Strukturen zu verändern. Wir freuen uns auf Ihre Hinweise.